CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte am Ende der Debatte vielleicht noch einmal zusammenfassend sagen, dass es aus meiner Sicht überhaupt nichts Verwerfliches ist, wenn wir mit der Entsendung deutscher Polizisten in internationale Friedensmissionen natürlich auch unsere eigenen Interessen vertreten. Und das ist angesprochen worden. Da geht es darum, dass es darum geht, dem internationalen, auch islamistischen Terrorismus den Nährboden zu entziehen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und natürlich ist es richtig, dass eine so internationalisierte Gesellschaft und auch Volkswirtschaft wie die unsere, die mehr als die Hälfte ihres Wohlstandes außerhalb Deutschlands erwirtschaftet, in besonderer Weise davon profitiert, wenn wir es schaffen, mehr Frieden, mehr Sicherheit und mehr Stabilität zu erreichen. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, wir stehen in der Tat hier nicht an einem Nullpunkt, sondern wir haben messbare Erfolge in der Vergangenheit verzeichnen können. Wenn ich überlege, wie 1989 in Namibia das erste Mal Polizisten, deutsche Polizisten in einer internationalen Friedensmission eingesetzt waren, dann ist eben unheimlich viel passiert in der Zwischenzeit. Und ein Meilenstein war mit Sicherheit dazu auch der Aktionsplan Zivile Krisenprävention aus dem Jahr 2004, aus dem das Zentrum für internationale Friedenseinsätze hervorgegangen ist, aber auch die Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Das waren Meilensteine. Wir sind vorwärts gekommen. Wir haben messbare, nachvollziehbare Erfolge erzielen können. Und wir sind heute der viertgrößte Geber für internationale Friedensmissionen bei den Vereinten Nationen. Und trotzdem ist es eben richtig, dass wir noch nicht an dem Punkt angekommen sind, an dem wir sein könnten und auch an dem wir sein sollten. Und deswegen ist es richtig, diese Debatte fortzusetzen mit dem vom Auswärtigen Amt initiierten Leitlinienprozess und auch mit diesem interfraktionellen Antrag, den wir heute hier beraten und hoffentlich auch beschließen werden. Es geht eben nicht nur um Geld. Da sind wir schon sehr gut, sondern es ist einige Male von Vorrednern jetzt auch erwähnt worden. Es geht auch darum, das spezielle Know-how, die speziellen Kenntnisse deutscher Polizistinnen und Polizisten tatsächlich zum Einsatz zu bringen. Und zwar mit den spezifischen Qualitäten, die sie haben. Und wenn ich mir mal anschaue, was internationale Polizeimissionen bei den Vereinten Nationen heute bedeutet, dann glaube ich, tut dies auch wirklich Not. Weil wie sieht es derzeit aus? Wir haben einen deutlichen Aufwuchs von Polizisten in solchen Missionen. 1995 waren es noch 5.800, heute sind es mehr als 16.000. Aber was sind das für Polizisten und wo kommen sie her? Sie kommen aus Ruanda, aus Indien, aus Jordanien, sie kommen aus Nepal, sie kommen aus Burkina Faso. Das sind die großen Polizistengestellerländer sozusagen. Und sie kommen überwiegend zu mehr als der Hälfte aus geschlossenen Verbänden. Das ist aber im Zweifel nicht das, was die Vereinten Nationen brauchen. Das ist nicht das, was wir für internationale Polizeieinsätze brauchen. Was wir brauchen, sind Spezialisten, sind spezielle Kenntnisse im Bereich der Beweissicherung, im Bereich der Bekämpfung von Sexualstraftaten, im Bereich der organisierten Kriminalität. Da werden Kompetenzen verlangt und die können wir liefern und die sollten wir liefern. Das ist mehr wert als Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist bereits angesprochen worden, dass wir ja eigentlich eine Beschlusslage haben, dass es einen Europäischen Rat im Jahr 2000 gab in Santa Maria de Feira, wo wir gemeinsam vereinbart haben, EU-weit 5.000 Polizisten und aus Deutschland 910 Polizisten bereitzustellen. Das muss sozusagen die Richtgröße sein, an der wir uns orientieren. Und wenn man sich den Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr anschaut, dann kann man ja auch sehen, dass im Bereich des Innenministeriums zusätzliche Mittel für den Einsatz von Bundespolizisten außerhalb Deutschlands bereitgestellt sind. Wir haben hier einen Mittelaufwuchs. Und auch wenn es Leitlinien gibt zwischen Bund und Ländern, ist eben auch klar, dass ein Großteil der Kompetenzen, von denen ich gesprochen habe, eben nicht zwingend bei der Bundespolizei vorhanden ist, sondern eben in besonderem Maße bei den Länderpolizeien.
Und deswegen brauchen wir eine noch bessere Auflösung des Zielkonfliktes, dass der Bund einerseits für die außenpolitischen Belange zuständig ist, aber die Kompetenz der Polizeien bei den Ländern eben in sehr viel größerem Maße vorhanden ist, was solche Einsätze anbelangt. Und da brauchen wir vernünftige Regelungen. Es ist, glaube ich, zu wenig, wenn wir nur auf die Enthusiasten setzen, die in solche Einsätze gehen. Wir brauchen mehr Struktur, wir brauchen mehr Unterstützung, wir brauchen mehr rechtliche Rahmenbedingungen, die dem auch gerecht werden. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir es schaffen können und einen effektiven Beitrag zu ziviler Krisenprävention leisten können. Polizei, Richter, Staatsanwälte als Rückgrat rechtsstaatlicher Verhältnisse, die helfen, dass wir Konflikte beilegen können, dass wir gescheiterte Staaten wieder aufbauen können und vor allen Dingen, dass die Menschen Vertrauen zu ihren Staaten und ihren Regierungen bekommen können. Das ist die beste Vorsorge, um Fluchtursachen an der Wurzel zu bekämpfen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.